Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem zweiten Video heute. Heute habt ihr schon hier den Wahl-O-Mat gesehen, hoffentlich, wenn ich es geschafft habe, das rechtzeitig zu drehen und rechtzeitig rauszuhauen, habt ihr heute schon den gestern erschienenen Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019 gesehen. Ja, jetzt wollen wir hier mal das hier angehen. Eine App namens Wahlswiper. Ja. Hier mal ein paar Informationen über die App. Ja, sich seine Meinung zu Wahlen zu bilden soll einfach sein und Spaß machen. Das ist unsere Mission beim Wahlswiper. Das Prinzip, politische Fragen können mit einem einfachen Wisch nach links zu Nein und rechts zu Ja beantwortet werden. Der Wahlswiper errechnet dann die Übereinstimmung mit den Antworten der Parteien. Okay. Bei uns gibt es nur Ja und Nein, können vielleicht alles klar. Und hier gibt es Wahlen, kann man sogar vergangene Wahlen wie die Bundestagswahl 2017 nehmen. Heute wollen wir mal die Europawahl uns angucken. Ja, 26. Mai, Europawahl, Countdown zur Wahl steht hier auch. Das sind noch 24 Tage, 11 Stunden, 3 Minuten und 20 Sekunden. Naja, wie die Sekunden und Minuten berechnet werden, keine Ahnung, aber ja, wird wohl irgendwie stimmen. Ja, wir stellen dir einige Fragen zu politischen Themen, beantworte die Fragen durch Swipen und wir matchen dich mit einer Partei, die gut zu deinen Ansichten passt. Finde ich ganz unterhaltsam, das Prinzip, und ist eine gute Alternative zu dem Wahlomaten, wollte ich auch mal zeigen. Dass halt nicht nur den Wahlomaten gibt, sondern auch den Wahlswiper. Gibt noch einige andere, aber das hier heute zwei Versionen, zwei Möglichkeiten. Ja, jetzt haben wir hier schon die erste Frage. 1 von 35. Finanzen. Soll die EU ein Eurozonenbudget mit einem eigenen europäischen Finanzminister haben? Ja, hier kann man jetzt nach rechts. Für nach links, für nein und für rechts, ja, jo. Sollen die Nationalstaaten mehr Kompetenzen an die EU abgeben? Hier, man kann übrigens auch überspringen, das mache ich hier gerade mal für diese Frage, einfach so. Soll der Euro als gemeinsame Währung abgeschafft werden? Nein, natürlich nicht. Also nach links swipen. Soll die EU verbindliche Klimaziele für alle Mitgliedstaaten festlegen können? Ja, natürlich. Soll die EU eine eigene Armee mit entsprechendem Verteidigungsbudget erhalten? Das sind Fragen hier. Überspringen. Sollen Flüchtlinge nach festgelegten Quoten auf alle Mitgliedsländer verteilt werden? Soll die EU eigene Steuern erheben können? Soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche kürzen? Kommt drauf an, wenn man das in Bildung steckt oder in andere gute Projekte. Kommt ganz drauf an, in welche Politikbereiche. Wenn man jetzt Agrarpolitik kürzt zugunsten von Militär, da würde ich mal glatt sagen, wäre es besser, dass es im Agrarbereich bleibt. Naja. Soll jetzt die EU-Kommissionspräsident direkt vom Volk gewählt werden? Oh, jetzt hätte ich hier gerade nochmal was demonstrieren können. Hier, mal zurück. Sollte die EU-Kommissionspräsident direkt vom Volk gewählt werden? Jetzt kann man auch noch sagen, hier, doppelt gewichtet. Das hat die App auch als Funktion. Na komm, doppelt gewichtet.
Und dann kann man das nach rechts swipen und dann zählt das als doppeltes Ja. Wenn eine Sache ganz wichtig ist, wollte ich auch mal gezeigt haben, ist ein Tool von dieser App, was wichtig zu erwähnen wäre. Sollten hochverschuldete Länder der Eurozone zu einer stärkeren Schuldenabbau verpflichtet werden. Ein europäisches Kriminalamt mit eigenen Ermittlungsteams aufgebaut werden? Nee, wieso? Sollte eine europaweite CO2-Abgabe eingeführt werden? Soll die Europäische Union mehr Geld in die Entwicklungshilfe investieren? Soll die EU langfristig zu einem föderalen Bundesstaat werden? Sollte es einen EU-weiten Mindestlohn geben, der sich an den Durchschnittseinkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten bemisst? Soll Deutschland CETA in Kraft setzen? Nee. Habe ich es jetzt übersprungen oder was? Nee. Soll sich Deutschland für die Abschaffung der Russland-Sanktionen einsetzen? Soll Deutschland wieder eigene Grenzkontrollen durchführen können? Nein, bitte nicht. Das wäre ja schlimm. Wo kämen wir da hin? Na komm. Soll Deutschland aus der EU austreten? Nein. Na komm. Weg damit. Soll Deutschland sich für einen Abbruch der Brexit-Verhandlungen mit der Türkei einsetzen? Ein stärkerer Datenabgleich zur Vermeidung von Sozialmissbrauch in Europa eingeführt werden. Na. So, da wären wir am Ende. Wähle nun noch die Partei aus, mit denen du deine Antworten vergleichen möchtest. Du kannst beliebig viele Parteien auswählen. Die Partei? CDU nehmen wir auch mal zum Vergleich. Linke, FDP, SPD, AfD muss auch mit rein in den Vergleich, obwohl, ja, auch wenn man sie nicht mag, vergleichen wollen wir es. Die Piraten, was ist mit denen, die hier ausgeblendet sind? Ja, nehmen wir die auch mal mit dabei, damit man es mal sieht. So, fehlt noch was Wichtiges? Die Violetten können wir auch noch mit reinnehmen. Na dann. Mein Ergebnis. Ach ja. Dachte ich es mir schon. Die Partei. Dein Top-Match. Danach Bündnis 90 die Grünen. Ach du Schande. Dann auf Platz 3 die Piratenpartei. SPD so weit vorn. Ach du Schande. CDU. Wow. CDU, CSU ist aber ziemlich viel zu weit oben. SPD, dann erst die Linke. Das überrascht mich aber jetzt. Wahlprogramm der Partei. Na, das müssen wir uns doch mal downloaden. Unbedingt. Ach, das ist eine Webseitenlink. Das ist auch mal interessant zu lesen. Wahlprogrammgenerator. Sie sagen uns Ihre Meinung, denn Ihre Meinung ist unser Wahlprogramm. Noch nie war Politik näher am Bürger. Die heutige Zeit verlangt Flexibilität. Unser Wahlprogramm ist daher flexibel. Klicken Sie auf Beginn, um Ihr Wahlprogramm zu erhalten. Das finde ich geil. Mache ich nachher mal privat. Antworten bearbeiten. Ah, nee, jetzt nicht die Ergebnisse verfälschen. Ich habe jetzt meine Meinung gesagt und jetzt habe ich hier die Ergebnisse dafür. Jetzt wollen wir es hier nicht noch die Antworten bearbeiten. Also, so weit kommt es noch.
Können wir jetzt mal die Antworten der Parteien sehen? Das würde mich mal interessieren. Ah ja, dein Vergleich mit der Partei, die Partei. Ja, kann man mit den einzelnen Parteien dann halt machen. Kann ich dann nochmal mit der AfD und so weiter machen. Wahlprogramm kann man hier nochmal angucken. Ist die Seite für Sie nach Europa, für Europa reicht's. Soll die EU ein Eurozone-Budget mit einem eigenen europäischen Finanzminister haben? Ja, das stimmt überein, wie die Begründung der Partei. Aber warum nicht mal eine Frau? Es geht schließlich um einen großen Haushalt. Ja. Die Partei hat keine. Nee, ich habe keine Antwort gegeben, die Partei hat ja gesagt. In der dritten Frage, Euro als Währung abgeschafft. Ich nein, die Partei nein. Ja. Klimaziele. Jung und jung. Keine Armee, keine Antwort, die Partei nein. Flüchtlinge, ja. Wir steuern, nein, nein. Und hier unterscheiden wir uns, das finde ich jetzt interessant, da muss ich mal hingucken. Soll die EU ihre Zahlungen für die Agrarpolitik zugunsten anderer Politikbereiche kürzen? Deine Antwort Nein, Partei Ja. Okay, Begründung. Bis unter die Ackerkrümme. Am besten unterstützt man die Landwirtschaft nicht mit uninspirierenden Geldgeschenken, sondern durch Bionaturalien, ferne Mist, abgelaufenes Obst, Kompost und kalte Bauern. Ich mag die Partei. Doppelt gewichtet. Oh, das müssen wir uns angucken. Direkt vom Volk gewählt. Ja. Die Partei. Solche direkt durch die Bürger gefällten Entscheidungen können wertvolle Instrumente politischer Partizipation sein. Brexit oder bei US-Präsidentschaftswahlen. Jo. Unten von europaweiten Wahllisten. Ja. Abschiebung, ja. Abschiebung, ja. Genau. Okay, dann muss ich jetzt die Partei befragen, was die dazu meint. Nur wenn sich an die Regeln gehalten wird und ein paar eingänglich selbstverständliche Umgangsformen, zum Beispiel Menschenrechte eingehalten werden. Plastikverbot. Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft. Jo. Doppelt gewichtet von mir. Einstimmigkeit gern, aber nicht, wenn Deutschland dagegen ist. Genau. Soll die Europäische Union sich als christliche Wertegemeinschaft sehen? Ja. Nee, das müssen wir jetzt auch nicht lesen. Doppelt gewichtet sollen direkt demokratische Instrumente auf der EU-Ebene ausgebaut werden. Ja. Solche direkte durch die Bürger gefällten Entscheidungen können wertvolle Instrumente. Ach, das hatten wir doch schon mal. Haben wir schon mal bei einer anderen Frage geantwortet. Ja, nein, nein, ja. Ich lese das jetzt nicht so da durch. Nein, nein, hier ist wieder ein Unterschied, das muss ich mir gucken. Soll sich Deutschland für die Abschaffung der Russland-Sanktionen einsetzen? Warum hat die Partei Ja gesagt? Sorry, aber wir sind ganz normal unterwandert und haben von Putin den Befehl bekommen, gegen Sanktionen zu sein. Truschbar. Ja, was soll man dazu noch sagen? Soll Deutschland wieder eigene Grenzkontrollen durchführen? Ja, sagt die Partei. Ich sage natürlich nein. Beginnen sollte man damit bei Europas größtem Sicherheitsproblem an der innerdeutschen Grenze. Diese Forderung stand bereits im Gründungsmanifest der Partei. Ja, die deutsch-deutsche Mauer wieder aufbauen. Ich weiß, die Partei ist da sehr gut dabei. Soll Deutschland wieder eine Grenzkontrolle durchführen? Ja, man sollte lieber eine Mauer um Europa bauen, damit niemand da draußen sieht, was hier passiert. Dass niemand außerhalb der EU uns zuguckt. Soll Deutschland aus der EU austreten? Nein, nein. Warum auf einmal nein? Hallo, Frau Strolch, waren Sie das? Netter Versuch. Ja, aber wieder damals unterschiedliches, sollen die EU-Verträge in Deutschland per Volksabstimmung bestätigt werden. Warum nein? Eher sollten deutsche Gesetzgebung durch Wohlklausel-Leistungsschutzrecht nicht weiterhin Tarifs und als EU-Gesetzgebung getarnt auf EU-Ebene durchgeführt werden. Ja. Das ist dann gegen uns. Also hier schon mal überein. Sehr gut. Habe ich mal mit Deutschland. Lesen, was die Partei mit mir überein hat. Wenn noch Zeit ist und wir noch wollen. Also ich mache es jetzt einfach, guck mal, muss mal gucken, wie ich das dann rausschneide. Nehmen wir noch eine Partei dazu. Bündnis 90 wäre noch am nächsten. Piratenpartei, SPD, die Linke. CDU würde mich jetzt interessieren. Einfach mal aus Prinzip. Was die AfD sagt, na, das Wahlprogramm können wir uns mal downloaden. Hier. Ah, direkt als Download. Das ist eine lustige Nachtlektüre. Kann man sich mal durchlesen, das Wahlprogramm der AfD. Ein Europa der Nationen.
ja. Ja, jetzt nicht. Lese ich mir heute Abend im Bett durch, damit ich was zum Lachen habe. Damit ich was zum Lachen habe, bevor ich schlafen gehe. So, die CDU, das interessiert mich. Deine Antwort ja, in die Partei nein, also die CDU nein. 14 Budget, okay, ich guck mal auf die gedoppelt gelisteten, die sind interessant. Ja, ja, okay, da stimme ich mit der CDU überein. Direkt vom Volk gewählt. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Das ist zu lang. Doppelt gewichtet. Hier wieder soll das Einstimmigkeitsprinzip in der Steuerfrage abgeschafft werden. Partei nein. Okay. Mit dem Vertrag von Lissabon haben wir ab 2014 Einstimmigkeit notwendig. Ja. Ja. CDU. Ja. Ja, Einstimmigkeit ist nicht immer gut, ja. Letztens mal wieder ist jemandem gesagt, wir brauchen unbedingt mal wieder eine Minderheitsregierung. Ja, das gefällt natürlich der CDU, wenn es Einstimmigkeit geht und sie sofort durchregieren kann und hier ihre Beschlüsse durchsetzen kann. Aber ja, wir brauchen mal wieder eine Regierung, die sich streiten muss mit den anderen, mit den Nichtregierungsparteien. Die CDU ist natürlich gegen direkte Demokratie. Es gibt bereits ein Verfahren für direkte Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene. Nicht weiterlesen. Ja, gibt's natürlich, aber es gibt auch in Deutschland ein bisschen direkte Demokratie. Teilweise gibt's mal Bürgerentscheide, aber ja. Merkt man weiß jetzt nicht, aber das ist seit 2000, sonst war es irgendwie seit 2000 irgendwie erst 3 oder 4 Mal vorgekommen, dass es Bürgerentscheide gab oder so weiter. Das ist ja geschenkt. So, doppelt gewichtet, ich sag nein, die Partei sagt ja, also die CDU sagt ja, soll Deutschland wieder eigene Grenzkunden. Die CDU sagt ja zu Grenzkontrollen. Ui. Ja. Na dann, ich würde mal sagen, damit Däumchen nach oben, sollte euch das gefallen haben. Hier kann man auch teilen klicken. Okay, Fotos zulassen. Da mich noch immer sollte euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr in dem Zwangfrist verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich morgen in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Am 26. Mai sind Europawahlen. Denkt dran, geht wählen. 24 Tage und 10 Stunden und 42 Minuten und 42, 41, 40, 39 Sekunden sind es noch. Ja, 1. Mai, dickes Kreuz in euren Kalender, dickes rotes Kreuz in euren Kalender machen. Hashtag geht wählen. Hier einmal den Wahlomat und einmal den Wahlswiper. Könnt ihr euch runterladen, gibt es Apps, gibt es auch, müsst ihr keine App runterladen. Ist nicht sonderlich groß, diese App. Aber man kann es auch online machen, also man kann auch auf die Seite gehen, einfach mal Wahlswiper googeln und dann die Europawahl 2019 das durchswipen. Ist, glaube ich, ganz spaßig. Ist toll, ist eine tolle Sache, kann man mal machen. Auch das Swipe-Prinzip finde ich ganz interessant. Hier für die, ja, so ein Tinder-Prinzip. Ja. Das Match mit der Partei finden. Nicht schlecht. Dann würde ich mal sagen, ja, man sieht sich. Bis dahin. Haut da rein, geht wählen und ciao, ciao.